Ja, herzlich willkommen wieder zum Treffen heute. Draußen ist es ein bisschen kühl heute, aber hier drinnen ist es eigentlich ganz schön warm bei Kaffee und Apfelstrudel. Ja, dem heutigen Text haben wir aus dem Alten Testament eine Stelle, die manchen sicherlich bekannt ist, andere vielleicht wieder weniger, wieder aus dem Propheten Jesaja. Und er sagt etwas, zunächst einmal ist das eine Aussage, die für Israel maßgeblich war und ist, wo Jesaja sagt, beziehungsweise Gott durch ihn: Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen. Jesaja 55, Vers 3. Nun, was versteht der heutige Mensch unter dem Bund? Bund ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Leuten, oder Bund ist auch ein Ehebund, ein Vertrag. Jedenfalls hat man da die Möglichkeit, in eine Beziehung zu treten. Und hier sagt Gott eigentlich, dass er will einen Bund mit Israel schließen, mit Menschen, die bereit sind, auf ihn zu hören, und sie würden dann auf ewig gesegnet sein. Muss ich vorstellen. Ein Bund mit dem lebendigen Gott zu haben, ist schon was Außerordentliches. Das hat nichts jetzt mit irgendeiner Konfession oder Religion zu tun, sondern eine Beziehung, eine ganz, ganz persönliche Beziehung mit Gott. Und zwar, diese Beziehung ist nicht auf auf irgendeine Zeit oder so beschränkt, wie das oft bei Beziehungen ist. Denk an manche Ehebünde, die dann nach kurzer Zeit wieder terminiert, also aufgelöst werden, getrennt. Aber dieser Bund, den Gott verspricht, der hat Ewigkeitswert und ist etwas ganz, ganz Besonderes. Ich glaube, wenn man anfängt, in dieser persönlichen Beziehung mit Gott zu leben und von ihm sich führen zu lassen, dann wird man immer wieder überrascht werden. Nun, die Frage ist, ob du dieses Angebot auch angenommen hast, denn es wird Wirklichkeit durch Jesus Christus, der eigentlich diese Brücke wieder zwischen Gott und dem Menschen geworden ist, damit dieser Bund zustande kommt. Im Neuen Testament, da heißt es, auf alle Gottes Verheißungen ist in Christus das Ja, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre. Das hat der Apostel Paulus geschrieben im Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 20. Das heißt, wenn Gott was sagt, dann stimmt das. Im Gegensatz zu Menschen, wenn die was sagen, hat das nicht immer Hand und Fuß oder ist auch nicht stimmig. Und es hängt wirklich davon ab, auf wen wir da hören. Ich glaube, es ist die beste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann, wenn er bereit ist, wirklich auf Gott zu hören. Nun, ich wünsche dir auch heute wieder einen guten und einen schönen Tag, und schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast für diese kurze Andacht. Ich hoffe, dass sie ein Anstoß, ein Ansporn war. Und so du willst und möchtest, kannst du es ja auch weiterleiten, okay? Der Link ist ja auch immer wieder, wie schon bekannt, am Ende dieser Losung und Lehrtext. Also, ich wünsche dir auch wieder einen guten und auch einen schönen Tag. Servus.